Also Warlock hat jetzt wieder Level 2. Und erstmal Level Up, ne? Wir haben ja letztes Mal nach dem zweiten Versuch gegen dieses Alien-Vieh es endlich mal geschafft. Und wir können hier unseren Thaddäus, der ja momentan gar nicht kämpft, können wir aufrüsten. Machen wir das. Und wir können mal gucken, hat er dann eine Möglichkeit. Also das machen wir mal bei allen jetzt mal wieder hier. Wollen wir mal gucken. Ach, guck mal, 2 Schaden. Really? Weg damit. 9,5 Schaden auch, weg damit. Sind so Sachen, die kann man. Wir haben schon. Alle haben schon viel, viel bessere. Kann man wegwerfen. Das auch. Und damit habe ich schon wieder ein Level Up. Nee, damit habe ich jetzt ein Level Up. So, nicht ich schon wieder, sondern jetzt habe ich ein Level Up. So. Wir haben ein extra freigeschaltet. So. Alle anderen bekommen zum Glück ja auch Erfahrungspunkte. Das finde ich voll gut eigentlich. Damit muss man nicht immer entscheiden, so, ah, wem. Bei wem zerstört man jetzt die jeweilige Rüstung oder das jeweilige Item? Das ist ganz gut. Minus 51. Diese Gegenstände können sich nicht weglegen. Warum kann ich diesen Gegenstand nicht weglegen? Was ist denn? Halt eine negative Rüstungswertung. Ist ja Dünnschiss. So, wir machen jetzt mal ein bisschen hier, räumen wir mal ein bisschen auf, dass man mal so, und das ist das verfügbare. Also das habe ich ja, ach, weil das vielleicht ausgerüstet ist, ne? Aber kann ja nicht sein. Weil, das verschwindet dann ja hier raus, ne? Na gut, zack. Ach, der Dias hat auch wieder ein Level Up da, ha. So, aber hier dürfte doch. Du könntest das hier nehmen. Sicherer Stand. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, 14 weg. So. Du kannst eigentlich ja gar nichts, ne? Also, im Sinne von ausrüsten. Zack, und du, ach, dich hatten wir aber, glaube ich, schon, ne? Du kannst doch eigentlich, doch, du kannst wohl was einhändig. Du kannst dir diese Waffe, obwohl, ist die andere noch besser? 34 Schaden? Ja, die andere ist noch besser. Dann können wir die nämlich mal wegwerfen. Und Herold, das ist diese hier. Die macht 11 Schaden. Ja. Ja. Und du hast auch noch ein Level Up. Und zwar kannst du diese Rüstung nehmen. Finde ich gut. So, das haben wir, glaube ich, erstmal ganz gut ausgerüstet. Reisen Sie zum Planeten Meridian. Genau, da müssen wir ja jetzt hin. Dann gucken wir mal. Da ist er doch. So, das ist ein neuer Planet. Also mal gucken, was der so hat. Besonders ist übrigens, dass die Tyranniden da scheinbar noch nicht sind. Meridian ist die Hauptwelt des Subsektors Aurelia und hat große Wohnräume, die sich aus den Landschaften erheben und groß wie Kontinente sind. Die Engelschmiede ist eine alte ein altes Manufaktorum, das alles von Haushaltswaren bis hin zu
Laserkanonen und Flugzeugen produziert. In der. Meridian befindet sich im Herzen des Subsektors Aurelia. In den Städten leben Milliarden. Die Fabriken und Schmieden sind Schlüssel zum Sieg über die Tyranniden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Meridian fällt. Kommandant, willkommen im Orbit von Meridian. Mein Name ist Elena De Rosa und Gouverneur Vandis hat mich angewiesen, Ihre Verbindungsperson zu sein, während Sie sich im System befinden. Dies ist nicht das Hinterland von Calderis oder Typhon, Kommandant. Eine gewisse Diskretion wäre also sehr wünschenswert. Es ist unerlässlich, dass wir den Zugang zur Engelsschmiede sichern, Administratorin De Rosa. Ja, das hat Ihr Captain Angelos bereits gesagt. Die Engelsschmiede ist jedoch die wichtigste Produktionseinrichtung im Sektor. Ihre Nutzung unterliegt dem strengen Plan von Gouverneur Vandis und seinem Vertrauensrat. Nichtsdestotrotz gibt es eventuell einen Weg, Ihnen speziellen Zugang zur Engelsschmiede zu ermöglichen. Meridian ist in letzter Zeit mehrfach von Elder überfallen worden. Sie haben an Teilen unserer Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur bereits erheblichen Schaden angerichtet. Die Streitkräfte der Imperialen Armee auf Meridian sind bereits damit beschäftigt, Aufstände in der Unterstadt zu bekämpfen. Sie können sich nicht auch noch um die Elder kümmern. Wenn Sie Ihre Fachkenntnisse in solchen Angelegenheiten einsetzen und diese Überfälle beenden könnten, glaubt Gouverneur Vandis, Ihnen eingeschränkten Zugriff auf die Engelsschmiede gewähren zu können. Sichtungen der Elder werden auf Ihre Anzeige übermittelt. De Rosa, Ende. Kommandant, ich habe Meridian bereits vor Dekaden verlassen, aber dies ist ein typisches Verhalten. Der Adel hat seine Augen immer vor den Problemen in der Unterstadt verschlossen. Die Elder müssen schon einige Reichtümer erbeutet haben, wenn die Adeligen überhaupt eingestehen, dass es ein Problem gibt. Sie werden es bemerken, wenn der Himmel sich vor lauter Tyrannidensporen und Schwarmschiffen verdunkelt. In dieser Angelegenheit, Kommandant, zeigen erste Scans überhaupt keine Tyranniden-Aktivitäten auf Meridian. Überhaupt keine Aktivitäten? Keine mutierten Pflanzen, kein abgeschlachtetes Vieh? Keine Veränderungen in der Atmosphäre? Nichts, was wir messen können. Überprüfen Sie nochmal Ihre Sensoren, Martellus. Schwarmflotten ignorieren keine Welten, die auf ihrem Weg liegen. Nee, bei mir steht auch keine Tyranniden-Seuche. Ist auch besser so. Ach, Thaddeus ist mal wieder. Warum kann ich Thaddeus eigentlich nie mitnehmen? Und dann muss ich den irgendwie einbauen in das Spiel. Komisch. Nee, also zumindest, wir haben jetzt Tag 11 und wir müssen jetzt die Elder auf Meridian besiegen. 0 von 2, das heißt, wir werden wahrscheinlich nach dieser Mission irgendwie noch eine Mission bekommen. Und das ist eine Gefahr für die Engelsschmiede, das ist gar nicht gut. Also los. Kommandant, die Elder scheinen Meridians Infrastruktur zerschlagen zu wollen. Sie haben gerade ein großes Kommunikationsfeld lahmgelegt, das von den Adligen benutzt wird. Aus nahegelegenen Lagern wurden auch wertvolle Gegenstände entwendet. Ein schwerer Elder-Antigraf-Panzer führt diese Angriffe an und die imperiale Armee war bisher nicht in der Lage, ihn zu stoppen. Wenn diese Überfälle so weitergehen, wird die planetare Verteidigung bald ernste Probleme haben. Sehr schlecht.
Tag 11, Dawn of War 2, Illumza-Angriff auf Meridian. Die Blood Ravens. Die Blood Ravens sind ein Orden der Space Marines. Ihre Basis liegt an der Ostgrenze des Imperiums. Wie alle Space Marines sind die Blood Ravens genetisch modifizierte Krieger, deren Ausdauer, Reflexe und geistige Kapazität übermenschlich sind. Ihre Servorausrüstung. Die Servorüstung schützen sie vor Angriffen, die einen Panzer zerstören würden. Die Blood Ravens sind einzigartig, denn sie haben alles Wissen um ihre Ursprünge verloren. Ihre Aufzeichnungen reichen nur bis zu großen Bürgerkrieg zurück, der das Imperium vor Jahrtausenden fast zerstört hätte. Sie kennen nicht einmal mehr ihre Gründer, den sie den unbekannten Primarchen nennen. Die Blood Ravens besitzen auch eine ungewöhnliche hohe Zahl an Psionkillern. Sie besitzen Psykräfte, weswegen manche sagen, sie hätten den Makel der Mutation und verdorbene Implantate. Aha. Wachsam bleiben. Die Eldar schlagen ohne Vorwarnung zu. Primärisi, zerstören Sie die feindlichen Generatoren. Machen wir gerne. Primärisi, zerstören Sie Illumza. Gut. Wo ist Illumza und was sind die Generatoren? Ich denke mal, das ist ein Generator. Also hier so. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt erstmal hier hin und mach mal hier so. Ist das auch ein. Das ist nicht besetzt. Feindbewegungen voraus, Brüder. Echt jetzt? Dann wollen wir mal. Ziel bestätigt! Die Elder haben das Feuer eröffnet! Noch mehr Leichen! Sie greifen an. Holt euch nicht aus. Es gibt noch weitere Ziele. Ja, die werden wir uns jetzt mal holen. Feindbewegungen voraus. Macht sie fertig. Der flüchtet genau in unsere Armee rein. Nee, er flüchtet. Lasst ihn flüchten. Boah, ich finde diese Rückstoßkanone, die da eine da, die ich da ausgerüstet habe, total über. Die schießt zwar nicht sehr regelmäßig, aber dafür macht ihn sowas von viel Damage. Das ist eine Granate, Leute. Da solltet ihr vielleicht lieber weggehen. Nein, nicht so einer. Das ist doch ätzend. Macht ihn doch fertig. Echt? Hier sind doch noch welche. Der ist doch der Geflüchtete. Oder nicht? Elder erledigt. Ja, Vector-System. Bäm. Ziel in Sicht. Das ist ein Generator. Das ist gut. Na, tot in unsere Einheiten reinjumpen ist cool.